Auch sowas muss erwähnt werden, ne? Weil die sind jetzt kaputt, Stefan. Guck mal, die Tour wird tatsächlich durch Tschechien gehen. Der Deutsche spricht kein Englisch, ist so Elektroauto. Ja. Kaputt. Ja. 20 Kilometer Entfernung, ein Ionity-Ladepack. Guck, aber diesmal funktioniert. Langstrecke heißt, wir machen heute von Berlin nach Wien. Mein Name ist Steve und ich teste verschiedene Elektroautos im Alltag ohne eigene Lademöglichkeit und zeige euch, dass es ohne Probleme funktioniert. Genau. Und wir haben, ich habe es ja schon angekündigt, wir werden diese Langstrecke einfach machen wie jeder andere auch mit einem ganz normalen Verbrenner. Wir werden einfach fahren. Genau. Und wenn die Reichweite zu Ende geht, dann werden wir mal gucken, da drinnen wo wir laden. Ja. Also genau darum geht es in diesem Video jetzt. Ne? Wir wollen tatsächlich einfach losfahren Richtung Wien, schmeißen das Navi an. Der kann ja keine Routenführung mit Ladezwischenstopps planen. Insofern sagen wir jetzt einfach los, wir fahren. Genau, weil wir wollen mal gucken, ist es denn wirklich so schlimm? Ne? Also braucht man das denn heutzutage noch oder klappt es auch so? Und wir lassen einfach die Kamera mitlaufen, genau. Oder? Und der hat jetzt noch 400 Kilometer Reichweite, zeigt er an. Der war heute Morgen 449 Kilometer bei 100%. Nur weil du rumökologisiert bist in der Stadt. Stimmt doch überhaupt nicht. Alter, damit ein Verbrauch von unter 50 Kilowattstunden auf 100. Jetzt sagst du wieder, ökologisier rum. Wenn du nachher drin sitzt, sagst du, verlangt aber ich muss kotzen. Also, bleib dran, wir machen los. Genau. Viel Spaß. Ciao. Sprechen Sie einen Befehl. Navigiere zu Mexiko-Platz Wien. Zwei Ergebnisse gefunden. Bitte sagen Sie die Zeilennummer. Nee, Sie werden zum ersten Ziel auf der Liste navigiert. Er sagt 510 Kilometer, aber das ist wahrscheinlich nur Luftlinie. Das muss eine Luftlinie sein. Jetzt Online-Routenführung wird angefordert. 663. Oh mein Gott, die Akkuladung reicht nicht aus bis zum Ziel. So, Stefan, wie schnell fahren wir eigentlich? Was, oder ja, weil wird ja bestimmt wieder die erste Frage sein. Ja, also generell ist es so, dass wir das machen, dass wir hier keine Blockade sind. Wir fahren also 130 km/h, wo es geht. Jetzt aktuell ist ein bisschen mehr Verkehr, da sind 110 Grad, 100 tatsächlich nur drin. Hier sind nur 100 erlaubt, weil hier die andere Autobahn reinmündet. Ja. Jetzt ist wieder 130 erlaubt, dann genau. Gehe ich wieder hoch. Du fährst ja auch mit dem adaptiven Tempomat. Ja, ne? Genau. Lässt ihn lenken und so weiter. Ja, ich habe nur Kontrollhände dran. Genau, Kontrollhände dran am Lenkrad, aber ansonsten lasse ich ihn machen. Ja, ist auch richtig so. Genau so machen wir das und ja, dann müssen wir gucken. Also die Tour wird tatsächlich durch Tschechien gehen. Da haben wir jetzt auch eine Mautschuhe organisiert. Übrigens, parallel fährt ja auch zum Beispiel ein Jens Zippel nach Wien, mit dem habe ich gestern noch Kontakt gehabt und der meinte, von der Maut sind nur die tschechischen Fahrzeuge befreit, nicht die deutschen. Also insofern haben wir da vielleicht doch alles richtig gemacht, dass wir eine tschechische Vignette in eine digitale gekauft haben. Das dürfte aber eigentlich nicht sein, weil das wäre ja dann rein Benachteiligung. Genau, das wäre ja dann innerhalb der EU, wäre das ja dann so eine Nummer wie die Scheuermaut. Ne? Ja. Naja. Also da bin ich ja noch gespannt. Kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Nee, vorstellen kann ich mir das auch nicht gesagt. Also auf der Seite steht, dass elektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride mit 50 km Reichweite befreit sind von der Maut. Ja, das habe ich aber erst nachdem ich mir die Vignette angeklickt habe und bezahlt habe, gelesen. Noch sagt's Navi, 18.21 Uhr. Vorsicht, ja, aber das Navi hat ja keinen Ladepunkt. Das heißt also, ich tippe einfach mal ganz grob. Schätze mal so grob ins Blaue hinein und sage 20 Uhr. 20 Uhr. Ich packe einfach mal so anderthalb Stunden Ladezeit mit drauf. Sag ich jetzt einfach mal, dass wir dreimal anhalten. 400 Kilometer wird auf der Autobahn vielleicht 200 Kilometer sein. Nee, ich sag mehr. Ich sag, wir brauchen nur zwei Ladestopps. Zwei? Ja. Zwei. Hier ist Ladesäule an die Rasthof. Wollen wir raus? Ihr habt doch 378 Kilometer. Da hilft nur. Oh, guck mal, was ist das denn? Oh, wie stelle ich den Sprung ruhig? Gib ihm Dr. Pepper. Wir sind jetzt 3 Kilometer vor der tschechischen Grenze. Ja.
haben noch 28% drinnen, noch 98 Kilometer. Viel zu viel. Willst du schon mal gucken so langsam? Nee? Ich bin in einem Call, ich kann gar nicht gucken. Ich guck gleich mal, ja. Ey, meine, du hast ja ein Gottvertrauen in den Ostblock. Ach so, ich habe mich da noch nie mit auseinandergesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. 74 Kilometer noch. Ich habe mal geguckt. Ionity ist jetzt 16 Kilometer entfernt. Da fahren wir einfach ran, würde ich sagen. Ist ein bisschen ab von der Autobahn, aber müssen wir das jetzt im Navi eingeben? Muss ich mir nur sagen, wo ich runter muss. So, Lovosice, wo sind wir jetzt? Egal. Irgendwo mit 63 Kilometern Rest. Lovosice. 63 Kilometern Rest, 18%. Oh. Alles überhaupt kein Problem. Wie gesagt, bei ungefähr so 90 Kilometern Rest, Stefan mal kurz den Auftrag gegeben. Da hat er dann mal eben geguckt. Wo der nächste Lader ist. Bis 80% 44 Minuten. So, warte mal hin. 44 Minuten. Jo. So, da. Auf Hunger, wa? Ja, langsam schon. Also, man kriegt ja, man wird ja bei dir nicht mit Häppchen empfangen oder so, wisst ihr? Das geht dir nur auf den Bauch. Weil die sind jetzt kaputt, Stefan. Ich weiß es nicht. Wird hier was gefeiert? Ist es die Ionity-Säule? Hat die jetzt tot gemacht? Okay. Der war elektrisch. So, jetzt darf ich mich auch entspannen. Jetzt fährt die Oma. Ja. Wir sind jetzt wieder unterwegs und haben 300 Kilometer Reichweite drin. Ne? Warum nur 300 Kilometer? Tja, weil die Ionity-Säule sich gerade abgeschaltet hat. Ja, die sind einfach alle ausgegangen, ne? Also erst die ersten zwei und dann haben wir umgeparkt. Die zweite Ausfahrt. Klappe. Haben dann geguckt, dass wir denen noch ein bisschen was reinladen. Und dann ist der auch ausgegangen. Ja, gut. Auch sowas muss erwähnt werden, ne? Jetzt kommt nämlich die Kia-App zur Geltung. Die ist nämlich echt top. Die zeigt dir nämlich auch an, wie lang deine Ladevorgänge jetzt gingen. Genau, wir sind nämlich bisher schon 270 Kilometer gefahren. Durchschnittstempo 101. Und wir sind um 14.21 Uhr angekommen und sind jetzt um 15.04 Uhr abgefahren. Also 40 Minuten. Ungefähr, ja. Ja, wir haben also Ladelimit war übrigens nicht eingestellt im Auto, ne, sondern Ionity ging wirklich aus. Aus. Genau, die Ladestation. Er hat auch angezeigt, Fehler am Er hat angezeigt, Fehler am DC-Ladegerät. Immer noch in Prag. Immer noch in Prag. Weil Stefan so langsam fährt. Ja. Schreibt es mal in die Kommentare an. Gibt es in Prag hier eine Umgehungsstraße? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Oder hat die irgendjemand weggesprengt? Total geil, oder? Warum das Navi sagt, du musst du mitten durch Prag. Mitten durch Prag. So, da ist er. Hey Niro. Zwei Säulen, Ionity. Out of service, kann man nicht sehen, weil das scheiß blendet. Und Steve, was ist hier passiert? Tja, der kriegt einen Handshake nicht hin. Wir halten die Karte ran, er akzeptiert auch die Zahlungsmethode und alles. Er rüttelt auch ein bisschen. Er verriegelt dann auf jeden Fall. Also man merkt auch, dass er mit der Flüssigkeitskühlung beginnt. Ne? Du merkst ja deutlich, dann drin ist Pulsieren. Aber irgendwann, wenn er wird mit der Kommunikation nicht fertig. Er beendet dann einfach wieder. Deswegen fahren wir jetzt zum nächsten. Ja, spricht kein Tschechisch. Ja, wahrscheinlich. Oh, also, Abmaß. Tja, Stefan, andere Länder, andere Sitten, oder? Man soll es nicht für möglich halten. Eon. Aber während in Tschechien Ionity uns im Stich lässt, gibt Eon uns Strom. Unglaublich, echt. Ja, ich bin begeistert.
Also ich schimpfe ja ganz viel über aber die auf. Naja, das ist das, was ich aber schon öfters gehört habe, dass die in anderen Ländern erstaunlich zuverlässig sein sollen. Nur E.ON Deutschland soll es irgendwie nicht auf die Kette kriegen. Und mit krass, Ionity habe ich es letztens auch gelesen. Schreibt es mir gerne. Ausland unzuverlässig sind, ja, ne? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin der Meinung, irgendwo habe ich das gelesen oder gehört. Da ist auch irgendjemand durch Europa gefahren und sagte, sobald er Deutschland verlassen hatte, war Ionity eine reine Katastrophe. Ach so, muss man eben noch sagen. Wir waren eben an einer, ich weiß nicht, wie die Tankstellenkette heißt hier. Keine Ladekarte, die wir haben, in unserem ganzen Portfolio hat Moll funktioniert. Moll D1 heißt die. Also nichts hat funktioniert und genau. Ich war da drinne, spricht kein Deutsch, spricht kein Englisch. Ich so, Elektroauto. Ja. Kaputt. Nichts geht, kaputt. Draußen das Ding leuchtet grün. Oh. Ja. Ja, genau, da stand dann an der Säule dran, irgendwie, du sollst reingehen in den Shop. Also das ist ja auch so eine Sache. Wünscht man sich ja vielleicht, ne, anstatt alleine gelassen zu werden, sagt man, hey, dann lass mich doch drinnen mit einem Mitarbeiter sprechen, aber wenn der keine Ahnung hat oder wenn der meine Sprache nicht spricht, dann ist er halt auch doof. Ist halt doof, echt. Ja. Naja. Und ich bezweifle, dass es vielleicht auch so gewesen ist. Sie hat es wahrscheinlich keine Ahnung gehabt, wie gut ist. Das kann durchaus möglich sein, ja. Egal. Ist jetzt natürlich nicht so ein schönes, wie soll man sagen, nicht so wie geplant, ne? Ja, aber du merkst, du bist inzwischen, auch bei Spontantrips, so flexibel, weil überall Ladesäulen stehen, dass es trotzdem funktioniert. Das stimmt. Also selbst wenn wir jetzt, wir dürfen jetzt nicht vergessen, wir haben gezielt eigentlich Ionity angefangen. Ja. Wir hätten alle 10 Kilometer, wir könnten alle 10 Kilometer, auch jetzt hier genau, die an der Tanke, wo wir jetzt gerade dran waren, ja, die ist 4 Kilometer von hier. Ja, genau. Ne? Genau. Das waren jetzt 4 Kilometer, zack, jetzt sind wir bei E.ON und Löpp, ne, würde ich sagen. Überhaupt kein Thema. Wie gesagt, ich habe jetzt auch keinen Stift in der Hose, was weiß ich. Das Ding hat immer eine Schnecke angezeigt. Das waren auch irgendwie 36 Kilometer drin oder so. Ja. Alles easy, muss man sagen. 11% sind jetzt bei 13%. Ja. Kaputt, Stefan. Mach mal kurz ein Schläfchen. Zieht sich ein wenig. Ja, ein bisschen wie Kaugummi, ne? Ja, ordentlich zäh. 66 im Tank, Magu und 35 zum Ziel. Stefan, weißt du, was wir eigentlich vergessen haben? Aha. Die Abmoderation. Naja, ist egal. Dann nehmen wir halt jetzt eben noch mal kurz den Rückweg. Wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg von Wien nach Berlin. Jo. 18.30 Uhr, er sagt Ankunft nach 665 Kilometern um 1.02 Uhr. Aber er hat ja eben keine Ladestops mit drin. Wir gucken mal, wie es dann wirklich aussieht, oder? Vor 3 Uhr ist Ziel. Vor 3 Uhr ist Ziel. Und Ziel ist auch wieder nur mit 2 Ladestops, oder? Yep. Wir haben jetzt noch 350 Kilometer drin. Yep. 89%. Go. Und ja. Wenn man die Abmoderation vergisst, dann muss man halt den Rückweg auch nochmal aufnehmen, oder? Dann ist das so. Dummheit muss bestraft werden. Richtig. So, wir sind jetzt 308 Kilometer unterwegs. Der Wagen hat noch 70 Kilometer Reichweite und wir haben jetzt einfach mal, ich habe jetzt einfach mal Charge EV aufgemacht. Ne? Erstmal die 50 kW sollen raussortieren, weil es so viele gibt. Genau, weil es hier wirklich irgendwie an jeder Gießkanne eine 50 kW Säule gibt. Also haben wir uns die schnellen nur rausgesucht und dann ist tatsächlich in 20 Kilometer Entfernung ein Ionity-Ladepark. Mal gucken, ob er diesmal funktioniert. Genau, wenn nicht, dann sind da wohl irgendwie nochmal 350 kW daneben. Also Ladeinfrastruktur ist selbst in Tschechien auf jeden Fall gut vorhanden. Und du hast ja gerade was Interessantes gesagt, du bist jetzt, du fährst jetzt hier 310 Kilometer inzwischen am Stück und langsam hast du so das Bedürfnis, Meine Beine zu vertreten, also wirklich mal rauszukommen und die Geräte zu sortieren. Also das ist ja, jetzt kommt dir wieder der Dieselfahrer, sagt, nein, ich fahre die 700 Kilometer, 800 Kilometer, was es sind oder so, in einem durch. Ey, Pustekuchen, Mann, du merkst es halt wirklich in den Beinen langsam, ne? Du kriegst die Macke da am Steuer, oder? Ja, absolut. 56 Kilometer Rest, 16,8 aktuell der Verbrauch und die ja, neuen Säulen, die gibt's hier. Na dann, lass jucken. Gucken wir mal. Und hier ist auch irgendwie Kooperation mit Shell, oder? Guck mal, hier klebt sogar Shell drauf. An Ionity. Ja. Ne? Also es stand in der Lade, also in der App stand auch drin, Ionity Shell. Genau, hier ist ja eine Shell-Tankstelle. Aber das habe ich noch nie gesehen. Ja, vor allem, weil sie bei uns im Land auf jeden Fall über Shell Recharge ja eigentlich jetzt nicht kooperieren. 70. Volle Pulle.
Nee, 80 wäre volle Pulle, aber... Der kann 80? Kommt, ja, der kann 80. Das ist, Sorry. Wieder nicht informiert, der Schwung. Du bist halt auch nur ein Qualitätsingenieur. So, wir sind wieder beim zweiten und letzten Ladestopp. Also wieder Wien, Berlin mit zwei Ladestopps. Und das ganz easy peasy. Wir sind jetzt 130 Kilometer vorm Ziel. Genau, du hast wieder geguckt. Ne? Also diesmal bin ich gefahren, du hast geguckt. Und als wir wieder so, ja, was waren das jetzt, 100 Kilometer hatten, dann hast du gesehen, 50 Kilometer entfernt ist hier diese Ladestation. Wir sind ganz mutig. EVZEC. E.ON. Deutschland. E.ON, E.ON und EVZEC. Ja, genau. Aber sie funktioniert. Genau. Und wir hätten auch Ausweichstrategien gehabt. Also auch hier sind irgendwie alle paar Kilometer welche. Genau. Und tatsächlich hätten wir sogar eine Einstopp, weil uns wurde ja nicht geglaubt, dass wir mit zwei Stopps durchkommen. Wir haben wieder einen Schnitt so von 101. Ja. Wir fahren 130, ne, konstant, wo es erlaubt ist. Und zwei Stopp-Variante. Aber eigentlich hätten wir sogar nur einen Stopp gebraucht, wenn wir beim letzten haben wir bis 80% geladen. Genau. Richtig? Genau. Wir hätten vielleicht bis 90 und wären wir dann mit 110 gefahren. Dann hätten wir es auf jeden Fall geschafft. Dann wären wir mit Schildkröte wahrscheinlich angekommen, aber es hätte klappen können. Genau, weil uns fehlen nur noch 60 Kilometer im Prinzip im Akku, um genau, das Ziel jetzt, zu erreichen. Also wir hatten, ja, Ziel jetzt irgendwie 120. Oh, 124 und, genau, wir und haben noch irgendwie 66 Kilometer oder so drin. Irgendwie so. Ja. Also, wie gesagt, im Prinzip, ne, wären wir ein bisschen langsamer gefahren und oder hätten wir halt mehr geladen. Wobei wir jetzt einfach davon ausgegangen sind, gesagt haben, diese Ladesäule hier ist auch auf einer Raststätte. Das heißt, du musst nicht ewig runterfahren. Ja. Und der Ladehub ist ja nun mal im niedrigen SOC-Bereich, also im niedrigen Ladestandsbereich. Das heißt, wir sind jetzt hier mit 14% oder irgendwas angekommen. Ist natürlich besser. Ja. Ne? Und dementsprechend haben wir jetzt eine höhere Ladeleistung, als wenn wir vorhin von 80 auf 90% geladen hätten. Da hätten wir wahrscheinlich mit 30 kW geladen. Und so laden wir jetzt mit 70. Genau, kW. Jetzt laden wir mit 70, mal gucken. Da, da seht ihr es. 74 sogar. Mal sehen. Also, die grundlegend ist es so, da streiten sich die Geister und es entscheidet immer der persönliche, die persönliche Vorliebe. Aber aus der Erfahrung heraus kann ich halt euch einfach sagen, ihr müsst wissen, was für euch wichtig ist, ob eine Einstopp-Variante oder eine Zweistopp-Variante. Es funktioniert ohne Probleme, ohne, ja, Vorplanung. Ohne Vorplanung. Selbst in Ländern wie Tschechien, wo man es nicht glaubt, aber wenn du da die 50 kW Charger auf der Karte nicht ausblendest, dann siehst du gar nicht, wo die HPCs sind, weil so viele Schnelllader sind. Ja, ne? Überall. Ja. Ihr müsst nur immer beachten, die Rüstzeit. Das heißt also, müsst ihr, um den Lader anzusteuern, runter von der Autobahn, vielleicht auf Autohöfe, ja, genau, da nochmal über 3-4 Ampeln oder, ne? Oder ist der Lader direkt an der Autobahn? Rein, raus, wie beim, genau, Pitstop in der Formel 1. Genau, das macht natürlich, das ergibt natürlich schon einen großen Unterschied. Das glaubt man immer nicht, aber das nimmt eine Menge, das frisst eine Menge Zeit. Ja. Gerade auf so einer Langstrecke, wenn du es dann 2-3 Mal irgendwie rausfahren musst und jedes Mal runterfährst auf dem Autohof oder sowas, dann kannst du da schon gut und gerne mal eine, genau, Viertelstunde, 20 Minuten verlieren. Ja. Ja. So, also, Endspurt, es geht nach Berlin. Genau, Endspurt. Ich hoffe, diese langweilige Serie, eine Woche Kia e-Niro, hat euch gefallen. Ich meine, wir mussten die Langstrecke machen, weil sonst, ja, hätte ich diese Woche gar nicht mehr laden müssen. Genau, und das ist auch im Sinne des Erfinders. Richtig. Und es soll ja im Prinzip soll's so ein bisschen die Angst vor diesem neuen Leben zu zeigen. Es ist was ganz Normales, es funktioniert ganz normal. Klar, wir haben unsere Erfahrung, ja, aber man kann sich in so ein modernes Auto mit 50, 60 Kilowattstunden Batterie ohne Probleme reinsetzen und kann einfach mal drauf losfahren, ja, selbst ohne aktive Routenführung. Wie gesagt, wir sind das Ding jetzt gefahren wie mit dem Verbrenner, ne? Wenn der Tank langsam leer ist, guckst du, wo ist die nächste Tanke. Genau so. Ja. Und es funktioniert. In Tschechien, in Österreich, in Deutschland auch natürlich. Genau. So, jetzt machen wir aber wirklich Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, Kanal abonnieren und seinen Kanal verlinke ich mal hier oben. Und ja, ansonsten denkt dran, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir aber auch in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Genau, und ganz wichtig immer. Wir sind raus. Also, ciao. Ciao.